Cyberport präsentiert das neue Moto E der zweiten Generation von Motorola. Kaum ein Jahr ist es her, dass Motorola sein erstes Moto E vorgestellt hat, mit dem vor allem Smartphone-Einsteiger gelockt werden sollten. Nun ist die zweite Generation auf dem Markt, welche ebenfalls mit guter Technik und einem äußerst günstigen Preis punkten will. Was euch mit diesem Gerät geboten wird, zeigen wir euch jetzt. Zunächst die technischen Daten. Das Moto E ist 12,9 cm hoch, 6,7 cm breit und anhand der Wölbung zwischen 5,2 und 12,3 mm tief. Das Smartphone wiegt 145 Gramm und bietet ein 4,5 Zoll großes QHD-Display mit einer Auflösung von 960 x 540 Pixeln. Unter dem Gehäuse arbeitet ein Qualcomm Snapdragon 410 Quad-Core-Prozessor mit 1,2 GHz Kerntakt. Die CPU wird von 1 GB RAM unterstützt. Für Daten und Anwendungen stehen 8 GB interner Speicher zur Verfügung, der um bis zu 32 GB erweitert werden kann. Bei Geräten dieser Klasse spart man als erstes am Design. Wie man sieht, ist das Moto E sehr schlicht gehalten und nicht wirklich auffällig. Auch hochwertige Materialien wie Aluminium sind in dieser Preisklasse üblicherweise nicht zu finden. Stattdessen haben wir ein Chassis aus Kunststoff, welches einen sehr robusten Eindruck hinterlässt. An dieser Stelle hat Motorola übrigens eine kleine Besonderheit verbaut. Der Rahmen des Geräts lässt sich separat abtrennen und mit einem sogenannten Akzentband austauschen. Der Hersteller hat hier verschiedene Farben im Angebot. Inklusive Rahmen wiegt das Gerät 145 Gramm. Das ist zwar spürbar, aber noch im grünen Bereich. Dank der konvexen Rückseite hat man ein sehr gutes Haltegefühl. Etwas kritisch sehen wir die Druckpunkte des Powerknopfs sowie des Lautstärkereglers. Beide Tasten sind relativ schwer zu drücken. Zusammenfassend geben wir ein Gut. Das Display ist auf 4,5 Zoll Größe angewachsen und löst mit 960 x 540 Pixeln auf. Die Bildpunktdichte ergibt daher 245 ppi, was für ein Smartphone dieser Klasse guter Durchschnitt bedeutet. Bilder und Texte werden also ausreichend scharf dargestellt. Dank IPS haben wir eine hervorragende Displaystabilität aus allen Blickwinkeln. Hingegen wirken die Farben etwas entsättigt. Auch die Displayhelligkeit kann nicht so richtig überzeugen. An sonnigen Tagen dürfte es schwierig werden, die Displayinhalte einwandfrei abzulesen. Ein befriedigendes Ergebnis. Für die Rechenleistung steht ein 64-Bit-fähiger Qualcomm Snapdragon 410 zur Verfügung, wobei 4 Kerne zu je 1,2 GHz takten. Zur Unterstützung kommt noch 1 GB Arbeitsspeicher hinzu. Für den Preis haben wir hier eine sehr solide Hardware. Alltagsanwendungen wie Office oder Surfen sind für das Moto E gar kein Problem. Aber auch anspruchsvolle Spiele funktionieren auf dem Gerät ganz gut. Möglich macht dies der Adreno 306 Grafikchip, der nur bei ganz wenigen 3D-Spielen wirklich ins Schwitzen kommt. Ansonsten läuft alles wie geschmiert. Daumen hoch! Als Betriebssystem haben wir Android installiert und zwar in der neuesten Version 5.0. Welche Vorteile das OS im Vergleich zur Vorversion bietet, haben wir bereits im Testbericht über das Nexus 6 angesprochen und möchten hierauf verweisen. Überflüssige Programme von Drittanbietern sind nicht zu finden. Hingegen hat Motorola selbst noch ein paar Apps und Features spendiert. Zu nennen ist hier vor allem die Moto-App, worüber man zum Beispiel die Nachtruhe einstellen kann. Des Weiteren ist es möglich, durch zweimaliges Schütteln die Kamera zu starten. Vor allem Letzteres ist zwar nur eine kleine Spielerei, die Software macht aber insgesamt das, was sie soll, nämlich zuverlässig funktionieren. Daumen hoch! Wir bleiben bei der Kamera. Im Gegensatz zum Vorgänger haben wir nun auch eine Frontcam mit einer Auflösung von 0,3 Megapixeln verbaut. Wer damit Selfies knipsen will, sollte jedoch für gutes Licht sorgen, sonst werden die Fotos unbrauchbar. Ähnlich verhält es sich auch mit der 5-Megapixel-Kamera auf der Rückseite, die ohne Blitzlicht zurechtkommen muss. Der ein oder andere Schnappschuss ist möglich, mehr aber auch nicht. Ein befriedigendes Ergebnis. Ein großes Highlight des Moto E ist das LTE-Modul, womit man mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde surfen kann. Daneben haben wir aber auch noch Module für WLAN, GPS und Bluetooth 4.0. NFC war nicht zu erwarten. Daumen hoch! Der Akku fasst bei der zweiten Generation 2390 mAh und damit 400 mehr als beim Vorgänger. Da die verbaute Hardware weniger energiehungrig ist, hält die Batterie locker einen ganzen Tag durch. Selbst wenn man viel spielt und surft.
Wer schonend mit dem Akku umgeht, schafft auch 2 Tage. Sehr gut. Unser Fazit. Das neue Moto E bietet uns eine gute Leistung zu einem wirklich niedrigen Preis. Die angesprochenen Kritikpunkte wie Kamera und Display waren zu erwarten. Ansonsten hat uns die restliche Ausstattung eher positiv überrascht. Mit LTE, Android 5.0 und den Akzentbändern weiß das Einstiegsmodell durchaus zu überzeugen. Wir geben 4,5 von 5 Cyberstars.